So, jetzt wird's spaßig. Ab geht's. Ja, das hat schon mal gut angefangen. Das ist einfach schon großen Respekt dafür. Ja, was? Okay. Das kann schon mal nichts werden. Ja, das... Die Musik war auch ganz komisch. Okay. Das Problem ist, bei dem Hellrun-Raum, ich habe einerseits ein gewisses Problem dabei. Die Gegner, also ich will die Gegner unbedingt abschießen, damit sie mir nicht mehr im Weg sind. Das Problem dabei ist, sobald ich die Gegner probiere, irgendwie aus der Luft voll cool abzuschießen, dann lande ich immer in der Lava. Weil diese einen Block breiten Sachen da, man kann zwar gut drauf landen eigentlich, aber sobald man probiert, irgendwas anderes noch Multitasking-mäßig da nebenbei zu machen, dann ist Schicht. Und deshalb, keine Ahnung, ist es, glaube ich, nicht die allerbeste Idee, da jetzt mit großer, ja, irgendwie ist groß zu forcieren, die Gegner zu töten. Ja, es sei denn, sowas passiert dann. Also an einigen Stellen sollte man dann doch aufpassen. Der hat mich jetzt auch wieder getroffen, ne? Ich glaube, das Seepferdchen hat mich sogar getroffen, gerade so. Der Icebeam ist halt auch ziemlich langsam. Ich habe das Gefühl, wenn man einen Wavebeam oder einen Spacer noch dazu hat, dann ist er schneller. Kann das? Oder ist das nur Einbildung? Ich habe jetzt das Gefühl teilweise, dass es schwieriger ist. Wieso kriege ich den jetzt nicht mehr hin? Hier. Hä? Das ist auch so eine Sache. Man darf einfach beim Infinite Bomb Jump, du darfst einfach nicht nachdenken. Das ist so, das muss direkt aus deinem Herzen kommen. Ja, das nicht unbedingt. Aber das muss direkt aus deinem Unterbewusstsein muss es fließen. Ansonsten kannst du das hier vergessen. Sobald ich nachdenke, wann ich drücken muss, das ist einfach so ein stures Timing. Was? Wieso hat das denn jetzt nicht geklappt? Das schien mir so ein bisschen eine unsichtbare Wand zu sein, fast. Jetzt wollte ich gerade nebenbei trinken und dann geht es einfach nicht gut. Naja, wir haben immerhin schon mal den Icebeam gesaved. Das ist schon mal nicht ganz so schlecht. Ein bisschen bitter wäre es jetzt, wenn wir feststellen würden, dass hier hinter dem Hellrun noch ein Hellrun kommt, weil dann wären wir gezwungen, gegen Botfun zu kämpfen. Das wäre ziemlich uncool, aber man könnte es probieren, sag ich mal. Es wird zwar nicht so angenehm, aber ich halte es jetzt auch nicht für unmöglich, muss ich sagen. Vielleicht auch eher ein bisschen langsamer und darauf achten, dass man sich kein bisschen treffen lässt. Wow, das war knapp. Ja, aber von den Seepferdchen dich nicht treffen zu lassen, ist einfach retarded. Das, liegt nicht in meiner Möglichkeit, glaube ich. Wenn man nicht wenigstens die ganze Zeit diesen Bob-Jump machen müsste, um da hochzukommen, wäre auch schon mal ein bisschen angenehmer, aber... Es kann halt auch echt gut sein, dass sie das hier als Hälfte anerkennen. Also, der Hellrun... Obwohl, nee, der Hellrun Level 2 hat gar nichts mit... Ja, Hellrun Level 2 sagt eigentlich keine Suit-Upgrades vor der Hälfte, aber beim Branching-Mode gibt's, glaube ich, in der Hinsicht keine Hälfte, deshalb funktioniert das so nicht ganz. Aber ich glaube fast, das Spiel will eher, dass wir nicht den Hellrun machen. Ich glaube, das Spiel will, dass wir Botwoon machen. Aber ich glaube, ich zeige dem Spiel, dass es vielleicht doch anders möglich ist. Wenn ich es schaffe, die Gegner mal... Ja, okay, das ist halt die Sache. Diese Seepferdchen sind durch die Wände so gut geschildet. Mit dem Wavebeam wäre das hier überhaupt kein Problem, aber der Icebeam an sich bringt mir fast gar nichts, würde ich sagen. Und wie gesagt, der Raum ist eben schon auch länger, ne? Es ist jetzt nicht so mal eben in einem kleinen Hellrun abgehandelt, aber genau das ist halt Hellrun Level 2, ne? Was erwarte ich? Wobei, wie gesagt, also die Hellruns, die werden ja vom Spiel immer so gesetzt, dass das Spiel quasi sagt, du sollst an der und der Stelle die und die Items haben und dann da lang gehen. Und vielleicht sind wir dafür einfach noch zu früh. Das kann absolut sein, ja. Naja. So, der ein oder andere wird sich vielleicht schon mal gefragt haben, warum ich jetzt Ewigkeiten nichts mehr aufgenommen habe. Schon wieder, obwohl ich ja gesagt habe, hier mit Isaac, das kann man zwischendurch mal immer einschieben, aber irgendwie... Es hat sich einfach nicht ergeben, wisst ihr, das ist so... Gerade jetzt habe ich mich nochmal drum kümmern müssen, es war eigentlich noch gar nicht so richtig fest. Ich hatte das Praktikum eben noch nicht so sicher und habe jetzt tatsächlich auch ein anderes Praktikum annehmen müssen, weil das andere, ja, die haben sich einfach nicht rechtzeitig geäußert, quasi, also... Ja, hätte ich noch machen können, aber an sich hat es in meinen Zeitplan auch nicht so gut reingepasst und dementsprechend musste ich mir dann ein anderes Praktikum noch suchen.
Das steht jetzt zum Glück fest, also zumindest in der Hinsicht habe ich ein wenig Sicherheit und das ist eigentlich immer was, was einem sehr befreit, um mal wieder aufnehmen zu können. Deshalb habe ich mir jetzt auch dieses Wochenende mal vorgenommen, einfach nichts zu machen. Ja, dieses Praktikum ist tatsächlich in der Softwareentwicklung. Es hat mich mal gereizt, da reinzuschauen, weil viele Physiker tatsächlich in der Softwareentwicklung auch unterkommen. Sind zwar oft eher Theoretiker, aber ich sag mal, ja, auch als, also ich würde mich schon als Experimentalphysiker bezeichnen, der ja noch eher in die theoretische Richtung gehen kann oder denken kann. Und vielleicht dementsprechend in der Experimentalphysik auch nicht ganz so gut aufgehoben ist, aber das kann man dann für sich selbst entscheiden. Ich muss halt wirklich einmal perfekt durchkommen da oben. Das wird jetzt einfach ein paar Versuche andauern. Das kann ich nicht verhindern. Und ja, bis dahin müssen wir halt gucken. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wäre es echt am cleversten, da möglichst schnell einfach nur durchzukommen. Wobei gerade der Anfang mit diesen, ja, mit diesen Pseudogreifern, die eigentlich nur nach oben springen, ich glaube, die muss man einfrieren. Ansonsten haben wir da ein Riesenproblem. Beim Reinkommen klappt es zwar irgendwie auch so oft, aber halt auch nur oft, ne? Also gerade den zweiten muss man, glaube ich, einfrieren. Wenn ich das so richtig sehe. Ja, genau den, ja. Okay. Wir haben es gesehen. Die springen halt auch immer abwechselnd hoch und tief. Und das muss man irgendwie berücksichtigen. Das ist nicht so einfach. Genau. Also Softwareentwicklung, wie gesagt, passt eigentlich eher zu Theoretikern. Wäre aber auch was, was ich mir durchaus vorstellen könnte. Und deshalb wollte ich da einfach mal reinschauen. Da habe ich allerdings nicht ganz so die Hard Skills zu. Also ich denke, ein Informatikstudent oder vielleicht auch jemand, der einen informatikähnlicheren Studiengang studiert hat, hat da ein bisschen mehr Einblick. Zum Beispiel habe ich objektorientiert noch nicht viel gemacht. Und deshalb muss ich mir wahrscheinlich auch noch ein paar Hard Skills vor dem Praktikum antrainieren. Oder war zumindest der Plan. Ich meine, die haben mir jetzt zugesagt, obwohl sie nicht wissen, ob ich das mache. Das heißt, sie gehen vielleicht auch davon aus, dass ich es nicht mache. Oder ihm wäre es auch recht, wenn ich es da lerne oder was auch immer. Ah, der war dämlich. Oh Gott. Komm schon, nein! Der eine! Also man muss wirklich perfekt durchkommen. Das haben wir, denke ich, gerade gesehen. Ich habe keine Gegner angeschossen, bis auf die beiden am Anfang, die ich für schon notwendig befinde eigentlich. Und trotzdem habe ich es am Ende gerade so nicht geschafft. Das ist, ja gut, also wie gesagt, das Einzige, was ich falsch gemacht habe, ist halt, in meinen Gegner zu landen, was meine Hellrun-Zeit mit Sicherheit nochmal, ja, um eine ganze Weile verkürzt hat. Also man könnte tatsächlich sogar noch ein bisschen langsamer sein, schätze ich, weil ich war, glaube ich, schon halbwegs schnell. Aber, ja, der eine Treffer macht dann eben die Geschwindigkeit, leider zieht es wieder ziemlich runter, die man dann noch Zeit, also hat man halt einfach deutlich weniger Zeit dann noch im Raum, muss dementsprechend die Geschwindigkeit halt krass anpassen. So, das, ah. Ja, den, aber wie soll ich den verhindern? Ah, wenn ich da ganz durchspringe, den letzten. Wenn ich da einen ultraschnellen Jump mache, kann ich vielleicht sogar mit dem. Ah, oder ich muss halt ultra aufpassen auf den einen Stachel, auf den einen Igel, Feuerigel, Stachelkopf, keine Ahnung. Feuer, Pyrohead, keine Ahnung. Auf den muss ich halt aufpassen. Interessant, also keine Ahnung, habe ich tatsächlich auch mal ins Wiki geguckt, um mir mal anzulesen, wie so ein paar Namen hier lauten von den Gegnern. Aber du findest dazu einfach, gerade zu den älteren Metroids, du findest so wenig. Du findest so die Standardgegner, keine Ahnung, Key Hunter und. Oh. Ja, Key Hunter zum Beispiel, oder was findest du noch? Ja, natürlich die Zebesianer, klar. Das war. Der Versuch war schon zum Scheitern verurteilt beim Reinkommen. Sowas findest du natürlich, keine Frage, aber so kleinere Gegner, gerade diese, ja, gerade diese Stachelviecher, die eben einmal in Norfair als so Feuervariante vorkommen und dann auch noch im Brinstar, logischerweise, da findest du einfach kaum was zu. Also ich würde sagen, von den Gegnern sind so ungefähr namentlich ein Drittel dokumentiert, würde ich behaupten. Und ja, das andere, ich weiß nicht, ob man tatsächlich damals in der Spielanleitung einfach auch ein paar offen gelassen hat. Das könnte ich mir sogar vorstellen, dass man einfach nur ein paar charakterisiert oder. Ansonsten gibt es ja keine offiziellen Namen eigentlich.
Ansonsten sind das hier nur Namen, die die Community geprägt haben oder die sich halt von anderen Metroid-Spielen dann irgendwann entwickelt haben. Wenn hier dieser Türübergang nicht immer so behindert wäre, ne? Oh Gott, was? Das war eigentlich gar nicht schlecht, aber dieser eine, wie auch immer ich dem entgegenwirken soll, der ist echt mein größtes Problem. Man muss wahrscheinlich in der Luft dann so machen. Oder vielleicht auch, vielleicht sollte man Icebeam auch komplett aufgeladen lassen, aber das wäre eine Möglichkeit, dass ich einen Icebeam aufgeladen lasse und dann, wenn ich in ihn reinspringe, mache ich ihm halt Schaden und er nicht mir. Und töte ihn hoffentlich damit, weil ich glaube, die halten nur einen Schuss aus, aber das ist mir doch ein bisschen risky, weil, also das heißt risky, an sich wäre es eine coole Variante, aber ich muss halt drei Knöpfe gleichzeitig drücken und das ist einfach so ein bisschen dämlich in Metroid. Also ich weiß nicht, ich glaube viele Leute haben tatsächlich auch die Knopfbelegung so geändert, dass sie halt Rennen irgendwie auf eine Schultertaste legen oder so. Was auch echt eine gute Idee ist, muss ich ganz klar sagen, aber ich habe es halt nicht gemacht und ja, ach komm schon, das war's schon wieder, ne? Ja. Das war's schon wieder. Aber diesen einen, ich weiß nicht, wie ich ihn machen soll, weil ich muss irgendwie, er kommt halt genau so, dass ich ihn halt nicht gut abpassen kann. Das ist das Eklige daran. Ich weiß auch nicht, wie ich es besser machen soll. Ich könnte auch noch so coole Tricks machen, wie mich in der Luft zu morphen und wieder zu entmorphen, damit ich nicht so schnell falle und vielleicht über ihn drüber segeln kann, so ein bisschen. Aber, boah, ansonsten ist mir das echt ein Rätsel, wie ich hier weiterkommen soll. Es ist vielleicht auch einfach die falsche Herangehensweise. Wie gesagt, Botwoon ist vielleicht echt das, was das Spiel für uns geplant hat. Und man weiß es halt nicht, ob wir es vielleicht machen sollten. Wahrscheinlich sollten wir es halt echt machen. Aber Botwoon traue ich mir ehrlich gesagt weniger zu als diesen Hellrun. Weil Botwoon halt diese ultra krasse Beweglichkeitsproblematik hat von meiner Seite aus. Also du kannst dich in diesem Raum einfach quasi nicht bewegen. Das ist, dieses Wasser macht dich so träge, seine Schüsse sind so schnell. Ohne den Gravity ist das purer Selbstmord. Ich erwarte auch nicht, dass wir den Gravity gegen ihn bekommen, aber dass wir zumindest so tanky werden, dass wir seine Schüsse überleben und dann locker in der Ecke stehen können, ohne da irgendwie was befürchten zu müssen. Ja, das war gut. Ja. Nein! Oh, jetzt wollte ich am Ende den langen Jump setzen. Den, der mich wirklich bis ganz nach drüben gebracht hätte. Und ich hab's halt verkackt. Weil ich zu spät abgesprungen bin. Weil ich zu gierig war. Weil ich dachte, ich muss jetzt den perfekten Run da durchschaffen. Aber es war bis dahin auch echt gut, muss man sagen. Es ist zwar schon krass, aber es funktioniert. Da bin ich mir recht sicher. Und deshalb würde ich das auch gerne weiter probieren. Es hat jetzt fast ein bisschen was von Mario, wenn ich so spiele, muss ich sagen. Weil du hast halt wenig Schusselemente in dem Raum. Du musst nur einmal schießen, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Was tendenziell in Mario auch ginge, wenn man irgendwie einen Feuerblumen-Run hätte oder so. Wobei der dann schon wieder fehlerverzeihend ist in den meisten Fällen. Obwohl, wenn man die Feuerblumen am Ende braucht, dann auch nicht. Also, so eine Art Feuerblumen-Run jetzt hier. Damit könnte man es, ja, okay. Könnte man es gleichsetzen, wollte ich sagen. Aber von der Schwierigkeit her ist es schon nicht ganz so einfach. Natürlich nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Kaizo-Hacks, aber schon nicht so einfach. Und ja, wie gesagt, es muss halt irgendwie schon ein perfekter Durchlauf hinkommen. Und das erinnert mich dann doch wieder so ein bisschen an Kaizo, muss ich sagen. Dass man halt wirklich einen leicht perfekten Lauf braucht. Und es gibt halt schon viele Stellen, wo es scheitern kann. Ich bin auch ehrlich gesagt gar nicht sicher, warum ich jetzt eben bei dem einen Versuch so schnell war, dass der Feuerigel eben so spät erst, also dass ich den quasi noch zeitlich ausgespielt habe. Dass ich da gelandet bin und dann einfach nochmal einmal über ihn drüber springen konnte, bevor ich weitergegangen bin. Das ist mir ein Rätsel, wie ich das geschafft habe, aber vielleicht ist es einfach echt die Geschwindigkeit, die man am Anfang vom Raum hat, die man dann noch so ein bisschen mitnehmen muss. Also wenn ich jetzt hier, ja, wow. Da hatte ich jetzt eine gute Geschwindigkeit, aber das Problem war, dass die Geschwindigkeit so hoch war, dass ich den Schuss nicht mehr auf den Gegner setzen konnte. Das ist zwar eine nette Sache, dass man so schnell ist, aber ja, da kann halt echt viel schief gehen, auch viel, wo man timingmäßig eben mit den Gegnern Probleme kriegt. Weil de facto ist es halt so, wenn ich die Gegner nicht treffe, die ich eigentlich treffen muss, dann kann ich nur hoffen, dass ich über sie drüber springen kann und dass es gerade am Anfang bei diesen Greifern
Du weißt auch, also ich habe das Gefühl, du weißt nicht, wann sie hochspringen und wann sie nicht hochspringen. Und das ist schon mal ein großes Problem. So, ich könnte eigentlich hier oben auch mal ein Safe State machen. Allein damit ich nicht immer wieder diesen Infinite Bomb Jump machen muss. Aber ja. Ja, das. Die Greifer machen auch Schaden. Wie viel machen die? 50? Oder? Ist ja schon krass. Gut, eigentlich im Originalspiel ist es auch nicht geplant, dass man mit dem Power Suit irgendwie da lang geht. Da hat man ja schon lange den Warrior, bevor man den ersten Hellrun machen soll. Also. Ist auch ein bisschen, fast ein bisschen schade, dass man im Originalspiel keinen ganz kurzen Hellrun macht. Das ist eigentlich immer. Gut, das Risiko an einem kurzen Hellrun ist halt, dass der Spieler es nicht checkt. Aber wenn du wirklich einen ganz kurzen Hellrun machst, man könnte es ja auch quasi so machen, dass man irgendwie eine Tür macht mit einem Hellrun und auf der anderen Seite einen Missile-Container anteasert. Dass die Leute dann eben so ein bisschen ja denken, ja, wenn ich da durch den Raum gehe, dann habe ich den Missile-Container. Der muss ja wirklich nur einen Block breit sein. Das muss ja kein riesiges Ding dann sein. Ah, ja, okay, das war nix. Schade. Das hat leider nicht geholfen, aber vielleicht sollte ich dann auch echt an der einen Stelle mal warten, bis der Feuerigel dann durch ist, anstatt dann einfach wahllos drauf loszuspringen. So ein bisschen drauf achten, wo ist der Feuerigel gerade, und warte ich dann lieber noch ein Stückchen und hoffe, dass ich irgendwie an dem Seepferdchen vorbeikomme, an seinem Schuss. Oder versuche ich halt ultra schnell durchzukommen und vor dem Feuerigel zu landen und dann über ihn drüber zu springen. Das sind so die beiden Möglichkeiten, die ich habe. Was davon ich nutzen werde, keine Ahnung. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir jetzt ultra lange rumprobieren und es irgendwann schaffen. Wobei ultra lange vielleicht auch ein bisschen übertrieben ist. Also, ich meine, wir hatten es ja schon einmal fast. Es war dann nur noch der letzte Sprung, der gefailt hat. Und das ist so ein bisschen ärgerlich, aber gut. Ja, das meine ich halt. Wenn der hochspringt statt kurz, dann ist das kein Problem. Ah, das war dämlich. Ja, das war es schon wieder. Oder? Nee, das war's nicht. Yes! Hä, hey, ich dachte, das Seepferdchen hat mich getroffen. Oh Gott. Aber es gibt hier eine Farmmöglichkeit, ja. Ja, das ist gut. Oh, das ist sehr befriedigend. Dankeschön. Die Farmmöglichkeit ist ultra wichtig. Jetzt könnte sogar wieder ein leichter Hellrun kommen, theoretisch, was aber ziemlich behindert wäre. Und das Problem ist, wenn wir jetzt sterben, dann müssen wir das Ganze nochmal machen. Das würde ich doch ungerne, aber. Warum ist eigentlich keine Musik? Das fehlt mir gerade ziemlich. Dass die ganze Zeit dieses Crateria-Gedödel da im Hintergrund ist. Beziehungsweise einfach nur das Gewitter draußen. Wobei Gewitter ja eigentlich ist ganz cool, Gewitter im Hintergrund zu haben, aber nur dann, wenn man schlafen will, nicht dann, wenn man zocken will. Okay. Lustigerweise waren wir in dem Raum sogar schon mal. Nur von. Das könnt ihr jetzt mal irgendwie berechnen, ob das. Oh Gott. Das ist, glaube ich, nicht geplant. Wie gesagt, man kann Metroids besiegen schon. Aber es ist halt nicht das, was geplant ist. Vor allem nicht mit dem Warrior Suit. Wenn mich einer von den. Einer von den kleinen Rinkas trifft, dann. Habe ich ein Riesenproblem. Ich habe teilweise schon ein Riesenproblem, wenn wir gleich die Missiles ausgehen. Oh. Noch komme ich durch. Bitte nicht mehr davon. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass ich hier sein sollte. Ja. Spring. Okay, der Raum wurde kürzer gemacht, ja. Ja, hier brauchen wir aber definitiv einen Speedbooster. Ha. Ja, alles für eine Missile. Das heißt, hallo Botwoon. Vielleicht kann ich die Missile sogar saven. Könnten wir mal ausprobieren. Vielleicht klappt's ja. Mal schauen. Bin zwar nicht ganz so geneigt dazu. Oh, und wieder Metroids. Warum? Ah, Gott. Wenn ich meine Missiles verballere, ist natürlich noch besser. Aber lustigerweise geben sie ja tatsächlich so viele Missiles. Das ist aber auch das Seltsame an den Metroids. Sie geben einem meistens deutlich mehr Missiles, als man braucht. Okay, also die Rinkas machen doch gar nicht so viel Schaden, lustigerweise. Die geben einem ultra viele Missiles, aber wenn man sie mit Super Missiles angreift, geben sie ja meistens nicht mehr zurück, als man braucht. Ist so ein bisschen schade. Das hat mich, glaube ich, auch bei dem einen Race gegen Dragon getötet, dass ich halt dachte, okay, die Metroids geben einem immer so viele Missiles, dann geben sie einem auch viele Super Missiles.
Aber ja, Super Missiles geben sie einem halt nicht, sondern nur viele Missiles. Also, ich glaube, die droppen im Durchschnitt so 6 bis 8 Missiles oder so, was schon extrem krass ist. So, der Hellrun rückwärts! Yes! Wir sind bereit, wir sind bereit, wir sind bereit. Ab geht's. Es wird sowas von schief gehen. Obwohl, eigentlich. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, die Seepferdchen stehen eigentlich besser so rum, aber. Es ist halt echt so, weil andersrum. So kommen sie eigentlich recht gut raus für einen. Einfach aus dem Grund, weil sie. Wenn man sie triggert, wenn sie nach oben kommen, dann hat man ziemlich viel Zeit, um an ihnen noch vorbeizukommen. Wenn sie allerdings von einem weggedreht spawnen, dann muss man, wenn man schnell genug sein will, schon sehr viel schneller sein, damit sie eben schon out of screen sind, bevor sie überhaupt schießen können. Ne, Moment mal. Gar nicht. Die drehen sich doch immer in seine Richtung. Von daher dürfte es eigentlich keinen Unterschied machen.